Man trifft sie immer häufiger in den Fußgängerzonen der Großstädte. Bettler, die aggressiv um Geld bitten. Ja, fühlen Sie sich dadurch belästigt? Wie reagieren Sie darauf? Das haben wir in Hannover gefragt. Es ist einfach zu viel und manchmal sind sie eben auch sehr aggressiv und lassen einen auch nicht in Ruhe. Ich habe den Eindruck, dass es, das ist ja durch die Medien auch gegangen, dass es irgendwelche Gruppen zu geben scheint, die aus einem Land kommen und dann irgendwie organisiert sitzen und betteln. Aber es gibt ja auch einige, wo man wirklich sieht, dass sie bedürftig sind und da, finde ich, sollte man schon helfen. Ich habe schon beobachtet, dass kommt ein Bus, ein großer Wagen und irgendwo eine Ecke und bringt die Leute hin. Und Nachmittag, abends sammeln die Leute wieder und fahren die weg. Man hat immer die Sorge, dass sie sich dann irgendwie Alkohol davon kaufen und so, aber man hat natürlich auch Mitleid. Es ist immer schwierig, finde ich, dann darauf zu reagieren. Aggressiv finde ich die dann hier aus häufig osteuropäischen Ländern kommen und Kinder vorschicken und die einem dann richtig am Mantel oder an der Hose zerren. Das kann ich nicht haben. Wir geben nichts, wir müssen für unser Geld auch hart arbeiten und da sehen wir das absolut nicht ein. Man möchte helfen, aber man kann nicht jedem helfen. Und wenn das Organisationen sind, möchte ich das nicht unterstützen. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Haben Sie auch das Gefühl, dass es immer mehr Bettler in deutschen Städten gibt? Ja, da fragt man sich natürlich, ist das so, weil es immer mehr Armut gibt oder wird da mit unserem Mitleid auch ein Geschäft gemacht? Denn tatsächlich sind das oftmals regelrechte Bettlerbanden mit mafiösen Strukturen, die wirklich Bedürftige aggressiv von der Straße verdrängen. Die Stadt München, die hat jetzt dem organisierten Betteln das Kampf angesagt. Selbst für erfahrene Beamte wie Robert Röske und Christian Fischer ist es keine einfache Mission. Unterwegs im Kampf gegen organisierte Bettlerbanden sollen sie die neue Verfügung der Stadt umsetzen. Ein erster Fall wartet am Marienplatz, eine Rumänin. Die Polizisten prüfen ihre Personalien und ob sie aktenkundig ist. Ein Infoblatt auf Rumänisch soll ihr die neuen Regeln erklären. In dem Fall war das sehr schwierig, weil sie zumindest vorgegeben hat, dass sie der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Und damit haben wir halt mit Hand und Fuß das gemacht. Ich habe aber erfahren, dass sie also lesen konnte und dass sie nach meinem Empfinden den Sinn der Schrift, des Schriftsatzes soweit erkannt hat. Die Frau hat nur still gebettelt. Das will die Stadt auch weiterhin dulden. Anders das aggressive, das aufdringliche Betteln, das enorm zugenommen hat und viele beunruhigt. Da gibt es seit Jahren die gleichen drei Rumänen, Polen, keine Ahnung, was das sind. Und die werden mittlerweile so frech. Die gehen sogar in die Lokale rein und also die sind massiv. Es gibt also gewisse Tricks, wenn sie dann irgendwie anfangen und wegen, okay, kann man mal das Geld wechseln. Wenn du nichts gibst, dann machen sie eigentlich indirekt blöd an. Gerade das Betteln mit Hilfe von Kindern und Tieren oder auch das Aufdrängen von irgendwelchen Dienstleistungen ist am lukrativsten. Oft sind es die typischen Maschen der gewerbsmäßigen Bettlerbanden. Damit soll in bestimmten Zonen nun Schluss sein. Aber es gibt kein generelles Bettelverbot im reichen München. Wir wollen einfach nur, dass da, wo es überhand genommen hat, innerhalb der Altstadt, im Bereich des Bahnhofsviertels, dass dort eben diese Formen wieder zurückgedrängt werden. Wenn das gelingt, okay, wenn es nicht gelingt, wenn es zu Verdrängungseffekten kommt, dann müssen wir gegebenenfalls nachbessern. Die Polizei ist zuversichtlich, dass solche Verdrängungseffekte von der Innenstadt an die Randgebiete eher die Ausnahme bleiben. Weil die Örtlichkeiten eigentlich gewählt werden, wo der Profit bzw. der Bettelerlös am höchsten ist und das ist nicht in Stadtrandgebieten. Die neuen Regeln, ein Anfang also. Nur wie kann man einen Bettler überhaupt bestrafen? Mit Geldbußen kommen wir nicht weiter. Was ihnen droht, ist ein Platzverweis. Wenn es ganz, ganz dick kommt, dann könnte man sogar die sogenannte Ersatzzwangshaft anwenden. Es sind oft grausame Schicksale, die Bettler erleiden und die auch die Beamten nicht unberührt lassen. Ein Fall ist zum Beispiel so, dass sich eine Person, die betteln musste, auf Zwang an die Polizei gewandt hat und gesagt hat, ich bin bedroht worden, auch mit der Drohung, mir wird das Gesicht zerschnitten. Man tut zwar in erster Linie jetzt für den unbedachten Beobachter die Ärmsten der Ärmsten damit betreffen, aber tatsächlich entzieht man den Hintermännern ihre Grundlage. Dreh- und Angelpunkt sind die Hintermänner. An sie heranzukommen, das wissen Robert Röske und Christian Fischer, ist schwierig und die wohl eigentliche Herausforderung, um das Problem mit den Bettlerbanden lösen zu können.